Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Yo, der Anfang, ähnlich wie beim ersten Teil Returns, wir müssen uns hier irgendwie rausboxen. Und zack, einmal durch die Tür gesprungen, unser alter, behaarter, affiger Freund. Lange nicht mehr gesehen, Bruder. Okay, gehen wir direkt nach links, alte Donkey Kong Manier, und finden hier direkt ein Extra-Leben. Kann ich hier irgendwas Tolles machen? Okay, ich muss erstmal hier mit der Steuerung klarkommen. Okay, das geht so. Ha, was ist denn das? Donkey Kong Country Returns. Donkey Kong Country Returns. Oh, cool. Man hört sogar die Musik. Das ist das neueste Abenteuer unseres behaartnervigen Freundes. Heute erschien, wenn ich diesen Part noch rechtzeitig rausbekomme, und höchstwahrscheinlich die größte Änderung sehen wir gerade. Es gibt Unterwasserlevel. Oh, hier geht es direkt nach links. Okay. Ja, ich werde dieses Spiel zu 100% durchspielen, auch wenn das ziemlich lange und brutal sein wird. Okay, ich muss hier erstmal auf die Steuerung klarkommen. Ich habe das Spiel gerade erst angefangen, also alles komplett blind. Ich habe mir nur den ersten Level mal ein bisschen angeschaut. Okay. Zur Story, wesentlicher zum Spiel. Zur Story gibt es gerade nicht viel zu sagen. Ihr habt gerade gesehen, was passiert ist. Nicht unsere Bananen wurden geklaut. Nein, unsere komplette Insel wurde uns weggerissen. Okay, wie geht das? Okay, ich muss darauf klarkommen, dass man das hier auch mit ZR macht. Okay. Und ja, wir wurden einfach von unserer Insel... Donkey? Nein. Wurden einfach von unserer Insel rausgehauen und sind jetzt hier. Keine Ahnung, was wir hier machen, wie wir hergekommen sind. Dieser Wind war anscheinend so stark, dass wir einfach mal 3000 Kilometer von zu Hause weg sind. Okay, zack. Hier mal rüber. Oh, da kann ich nach oben. Okay, das Spiel ist komplett blind. Ich weiß nur hier den ersten Level ein bisschen. Habe ich mir ein bisschen anschauen lassen. Mich ein bisschen anschauen lassen. Oh, da links geht's rein. Natürlich. Erster Treffer. Okay. Hier sind nur Bananen. Okay, das Spiel soll ziemlich fordernd sein. Es soll lange Level kommen. Okay, kann ich es doch einfach gedrückt halten? Nö. Okay, ich kann das so abwechselnd drücken. Das ist dann besser. Ich spiele mit dem Wii U Pro Controller. Einfach, weil ich den cooler finde. Und ja, hier haben wir gleich eine neue Fähigkeit.
es ist nicht mehr so wie bei Donkey Kong Country Returns, dass man pustet, sondern man hat hier jetzt so kleine Dinger, die man aus dem Boden ziehen kann. Zack. Und dann hätten wir hier gleich einen Weg. Oh, eine fette Banane. Oh, hallo? Zack, zack und zack. Wir gleich das nächste Puzzleteil. Okay. Habt ihr da diese Viecher, die uns von der Insel gescheucht haben? Bisschen zur Story. Die Viecher, die uns von der Insel gescheucht haben, sind die Viehkinger. Wow. Nicht Wikinger. Nein, Viehkinger. Das ist so eine Mischung aus Vieh und Wikinger. Okay, komme ich da nochmal rüber? Oh, wir haben hier wieder Diddy, unser Freund. Und ihr habt vielleicht das gerade bemerkt, das Fass ist nicht mehr mit einem roten DK-Zeichen. Das ist jetzt blau mit einem DD. Das hat folgenden Hintergrund. Ihr habt ja gerade... Oh, das war richtig schlecht. Ihr habt ja gerade sehen können... was habt ihr denn gerade sehen können? Donkey Kong hat anscheinend Geburtstag gehabt. Oder es gab irgendeinen Anlass zu feiern. Wow. Und da habt ihr auch Cranky und Dixie sehen können. Und diese beiden Charakter kann man auch spielen. Also nicht direkt an sich spielen, sondern die sind dann halt einfach... Wow. So wie Diddy gerade einfach auf unserem Rücken. Okay, wie komme ich damit klar? Ja, okay, gut so. Okay, zack. Ah, okay. Oh, ein extra Leben. Das nehme ich gerne an mich. Zack. Und wo war ich gerade? Diddy und Cranky Kong? Ja. Und die haben dann auch ihre eigene Fässer. Und dann, um zu unterscheiden... um zu unterscheiden... Wen du gerade aus dem Fass holst, hat jeder seinen eigenen Schriftzug und jeder eine eigene Farbe. Diddy hat blau, Dixie, glaube ich, rosa und Cranky, soweit ich weiß, gelb. Okay, und yo, es gibt gleich direkt 50 Milliarden neue Gegner. Oh ja, und das ist auch eine Neuerung. Ich kann Gegner jetzt einfach mit mir rumschleppen und einfach durch die Gegend werfen. Und ihr seht das vielleicht bestimmt schon, da oben links unter unserer Lebensanzeige und was auch immer das ist. Nein, das würde ich gerne haben. Nein, oh Mann. Okay, da habe ich das L- und R-Zeichen. Blinkt da die ganze Zeit auf. Das ist eine neue Team-Attacke. Ich habe den genauen Namen vergessen. Mit Diddy Kong verwandelt man jeden Gegner einfach in, der gerade auf dem Screen zu sehen ist, in Extra-Leben. Mit Dixie, weiß ich nicht mehr genau, was es ist. Und, ach du heilige, Donkey Kong. Ja, jeder, der sich mal gefragt hat, wie Bäume so entstehen, das ist der Grund. So entstehen Bäume. Und hier auch gleich eine schicke Neuerung mit dynamischer Kamera, während so, wie heißt denn das? Was machen wir hier gerade? Fässerschuss-Szenen. Oh, das Excel-Leben hätte ich gerne. Ja, perfekt, noch bekommen. Boing, boing, boing. Zack. Oh, einmal kurz das Schiff umkippen. Und jo, die Grafik kann sich sehen lassen. Ich finde, das ist ziemlich gelungen hier. Haben wir wieder die Speichersau, lange nicht mehr gesehen, mein Freund. Hier, da kann man das fast nochmal sehen. Zwei blaue Ds. Doppel-D. Steht einfach dafür, dass Diddy Kong in dem Fass zu retten ist. Okay, und ich glaube, wow. Zack, hier haben wir wieder diese Wikinger, Viehkinger. Ich glaube, ich werde sie einfach Wikinger nennen. Dann Viehkinger hört sich in meinen Ohren nicht so gut an. Okay. Yo, ich schätze mal, wir wollen unsere Insel zurückhaben. Zack, du kannst mal schön sterben gehen. Okay. Ja. Hier. Und ich fand das auch so cool, dass man da in DKs Insel, als die Wikinger die da übernommen haben, noch so alle Gebiete noch aus dem ersten Teil sehen konnte. Also, was heißt ersten Teil? Aus Returns sehen konnte. Da die Fabrik und alles Mögliche. Fand ich ziemlich cool. Okay, und hier sollte man aufpassen. Denn das hier ist echt mies. Ah, okay, nein, 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 okay, hier muss ich alles einsammeln. Nein, verdammt, okay, das habe ich jetzt schon nicht geschafft. Super. Hier muss man alle Bananen einsammeln für einen Puzzleteil. Oh Gott, das wird jetzt ziemlich schwer. Ich hoffe einfach nicht. Okay, wow, oh, wow, wow. Ja, du bist hier ein ziemlich dicker Watt. Okay, zack, hier haben wir alles eingesammelt und zack, du bist weg. Okay. Dann wollen wir nach da oben. Komme ich da überhaupt hoch? Zack. Nee, wie es aussieht, nicht. Ah, verdammt, das wollte ich gar nicht machen. Ups. Oh, aber wenigstens ein extra Leben. Okay.
Oh, ich komme immer noch nicht mit der Steuerung klar. Okay, das wird ein paar Folgen dauern, bis ich die verinnerlicht habe. Der hier hat einen Helm an, das heißt, wir springen einmal auf ihn drauf, heben ihn auf und werfen ihn hier gegen die Zielscheibe. Da haben wir das G. Okay, zack. Da, da, da. Die Musik ist auch wieder super. Ein paar 50.000 Bananen. Ah ja, super. Oh, hier ist irgendwas. Und natürlich nur eine Banane. Was hätte man denn sonst erwartet? Okay, zack und zack. Kann ich da irgendwie gegen? Nö. Okay. Schreiten wir einfach mal weiter voran. Oh, da hinten sieht man schon das Ziel. Und hier diese alten Platten, die kennt man auch noch aus Returns. Okay, dann können wir hier direkt weiter. Zack. Zack. Einmal die typische alle rausschleudern. Okay, und nein, ich bin nicht von vorgestern. Hier geht's weiter. Hätten wir hier noch ein Puzzleteil. Oh, und ich habe zwei übersehen. Also eins habe ich nicht kriegen können und das andere habe ich übersehen. Okay, die schneide ich euch dann jetzt gleich nochmal rein. Bevor es weitergeht mit dem kompletten Part. K-O-N-G. Okay. Ba-ba-ba-da-da. Fortfahren. Okay, aber bevor ich euch das reinschneide, zeigen wir euch die Oberwelt, Mangrovian. Okay. Ja, Ladevorgang. Schön, wie die immer noch von rechts nach links rennen. Ich freue mich ziemlich auf dieses Projekt, das wird bestimmt ziemlich geil. Ich hoffe, es wird auch einige Parts andauern und nicht direkt wieder vorbei sein. Okay. 1-1, Mangrovia Bay. Okay, ich schneide euch hier noch kurz da die zwei vergessenen Puzzleteile rein und dann geht's direkt weiter mit dem nächsten Level. Also bis gleich, ciao. Natürlich ist das eine Puzzleteil hier. Ich habe vergessen, da oben zu checken. Ich bin da doch wohl nicht mal drauf gekommen. Das sind die üblichen Bonus-Level. Die kennt man so oder so ähnlich schon aus Donkey Kong Country Returns. Jo, das Einzige, was man hier nicht falsch machen darf, ist, sich irgendwie auf irgendeine Wahlart hektischen zu lassen. Oh Gott, wow. Okay, dann hätten wir hier alles geschafft. War ziemlich einfach. Zack, Puzzleteil. Wie man hier sieht, gibt es auch schon eine neue Puzzleteil-Anzeige-Skala. Okay, dann gibt es jetzt noch gleich das zweite. Ciao. Und da hätten wir das geschafft. Perfekt. Okay, ich beende noch kurz den Level und dann können wir einfach gehen. Bis gleich. Okay, wir wollen es ja im ersten Part nicht nur beim ersten Level lassen, deswegen machen wir gleich weiter mit 1-2, Bruchstrandung. Okay, interessanter Name. Okay, was habe ich gerade auf OK gedrückt? Ich habe den Text gerade gar nicht gelesen. Okay, ich wollte noch irgendwas sagen zur Oberwelt. Stimmt, und zwar gibt es jetzt auch 1-2 Secret Level in den ganzen Welten. Das sieht ziemlich fischig aus. Hier, scheint zu stinken. Hier ist wieder irgendwas Tolles. Ja, ein Puzzleteil, okay. Wieder neu? Okay, scheint so als... Wow. Okay. Wie komme ich... Oh, hier wieder diese alten Kletterdinger. Okay, dann komme ich von hier also dahin. Zack. Okay, und kann ich das irgendwie nach unten hauen? Ich würde jetzt zu gern da unten ins Wasser springen. Ich bin aber nicht sicher, ob das so klug ist. Okay. Hallo, du kleine Schildkröte, du. Kommst mal mit. Ja, tschüss. Na, okay. Hat nicht geklappt. Okay. Ich will da das jetzt mal gerne ausprobieren. Ich weiß aber nicht, ob das so klug ist. Oh, und da seht ihr auch schon direkt das neue Fass. DX in rosa, das heißt was? Ciao, Didi und hallo, Dixie. Oh, und ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Und zwar hat jeder kleine Kong seine eigene, sozusagen, Fähigkeit. Und zwar hier, Diddy kann mit seinem Jetpack schweben, wie auch damals in Donkey Kong Country Returns. Dixie, unsere kleine Freundin hier, kann so eine Art Doppelsprung. Zack, indem sie einmal mit ihrem Propellerkopf da wirbelt und dann sind wir einmal weiter oben.
Okay, das heißt, zack, einmal hier rüber und einmal zack hier rüber, dann hat mir das K. Okay, so kann ich noch da links. Nee, ich schätze nicht. Dann machen wir hier mal ein bisschen kaputt. Okay, zack und zack. Und da geht's nach unten, das sieht man direkt. Wieder ein Bonus-Level, okay. Da kriegen wir viele Bananenmünzen im Hintergrund. Okay, wow. Zack und zack. Okay, Diddy kann hier einem schon irgendwie ein bisschen den Hintern da retten. Oder einen einfach in den Tod stürzen. Ja. Damit Dixie nochmal ein bisschen im Close-Up gesehen. Okay, das hole ich dann auch nochmal nach, aber ich glaube, das werde ich nicht reinschneiden, denn ihr habt ja eigentlich gesehen, um was es da so überhaupt geht. Und hier haben wir wieder unsere Freunde, die Haie. Okay, diese Bomben da irritieren mich immer wieder. Oh. Wieder diese Banane, die einfach noch mehr Bananen hinter sich herzieht. Also das her. Okay, Puzzleteil. Das ist kein Puzzleteil. Jetzt bin ich irgendwie enttäuscht. Okay, ich weiß nicht. 100 pro von der anderen Seite. Zack, zack, zack. Oh, hier könnte ich auch einfach durchrollen. Zack, okay, einmal hier rüber bitte. Oh, hier haben wir ein Puzzleteil. Gut. Okay. Zack. Und zack. Okay. Ja, okay, schön. Was wollte ich denn sagen? Und zwar zu den Upload-Zeiten von Donkey Kong. Das wird einfach sein Vorgänger. Wie heißt denn das? Sein Vorgänger nachmachen. Und zwar einfach immer um 18. Nicht 18 Uhr. Okay, die Uhrzeit waren das immer. 13 Uhr. 13 Uhr war's. Mein schickes Herzchen. Das war. Cool. Ach, und die Haie verfolgen uns da auch noch einfach. Das ist ja irgendwie cool. Okay. Warte, heißt das, ich könnte die ganze Zeit einfach da ins Wasser gehen? Ich schätze mal, ja. Was sind das für gruselige Dinger? So libellenartige Viecher? Okay, ihr macht mir ein bisschen Angst, Freunde. Okay, hier noch ein extra Leben. Kann ich da irgendwie rein? Zack, haha. Okay, ich schätze, nach da geht's nicht. Okay, und das wird so sein, ich werde jetzt täglich zwei Folgen raushauen. Das heißt, einmal Donkey Kong und einmal Uncharted. Die werden sich halt abwechseln. Um dieselben Uhrzeiten wie sonst auch immer. Jetzt bekommen wir ein Puzzleteil. Okay, cool. Zack. Okay, hab mir nochmal Dixie. Eigentlich ist das so, dass jeder Charakter auch beim... Ah ja, hier. Wenn ich den B-Knopf gedrückt halte, gibt Dixie mir so einen unendlichen Schub mit ihren Propellerhaaren. Da. Okay, bekomme ich irgendwas Tolles geschenkt außer Bananen. Vielleicht, wenn ich alle einsammle. Irgendwie. Nee. Ah, doch, Geld. Und einige von euch fragen sich sicherlich, also die, die sich nicht mit Trailern zugehäuft haben wie sonst was oder sich halt einfach nicht sehr mit dem Spiel befasst haben. Wenn man Cranky Kong spielen kann, wer kümmert sich dann um den Laden? Ich meine, Cranky Kong hatte ja früher diesen Laden da. Was bist du denn für ein fettes Viech? Um den Laden gekümmert. Zack, okay, der ist weg. Hier bräuchten wir ein bisschen Luft. Wir wollen ja nicht drauf gehen. Und hier ist das einfach nur Hintergrundding. Ja, ich kann damit wohl nichts machen. Tja, wer wird denn den Laden schmeißen? Das werden wir auch im Laufe des Let's Plays noch sehen. Ich weiß es natürlich. Aber für die, die es nicht wissen, die sollen sich lieber überraschen lassen. Okay. Gehen wir nochmal nach oben. Zack. Okay. An der Nase kratzen und weiter geht's. Hey, du lässt meine Banane schon hier oben. Hier unten ist sicherlich... Was, kann ich eigentlich den Hai zerstören? Nein. Okay. Wir wollen mich selbst niemals gegen Hai springen. Ja, da unten war bestimmt irgendwas Tolles. Und weil ich jetzt draufgetreten bin, kriege ich es niemals. Okay, und zu den Level-Schemen. Ich habe das ja in Returns immer so gemacht. Okay,
Okay, ich komme gerade mit Diddys Doppel, in Anführungszeichen Doppelsprung, nicht klar. Okay. Drei Level pro Part und ich glaube, ich werde das hier so machen mit zwei Leveln pro Part. Einfach weil dieses Spiel blind ist und ich so gut wie nichts darüber weiß. Und nach hier komme ich wohl nicht. Alter, A gedrückt. So, einfach zu schwimmen oder wie? Ich halte A gedrückt und jetzt. Und jetzt. Ach, damit komme ich nach unten. Oh, das ist ja echt cool. Okay, wir müssen natürlich auch auf unsere Luftanzeige achten. Oh, was ist denn das? Okay. Schien jetzt so eine Art Secret Exit zu sein oder irgendwie so. Oh. K.O.N. Ja, das war bestimmt eine Art Secret Exit. Das war bestimmt nicht geplant, denn es fehlen noch vier Puzzleteile und ein G. Okay, zurück nach Mangrovian. Ah. 1A, stimmt, 1A. Das sieht mir ziemlich secret-mäßig aus. Hopp, hopp, hurra. Okay, da unten sieht man, glaube ich, schon den Laden. Und einige werden vielleicht so schon erkennen, wer den Laden schmeißt. Tut mir leid. Im nächsten Part werden wir dann nochmal hier den regulären Exit machen. Und hier mit dem Secret-Level machen. Ich finde das so witzig, wie Donkey Kong da einfach rüberspringt. Zack. Zack. Okay, und ich würde sagen, das war's für heute. Mein Name ist Vitus und wir hören uns das nächste Mal. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt und ihr schaut auch weiterhin rein. Jo, ciao.